In Frankreich sind Zehntausende Menschen gegen Antisemitismus auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Paris setzte sich der Demonstrationszug mit der Präsidentin der Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, und ihren Senatskollegen Gérard Larcher an der Spitze in Bewegung. Sie hatten gemeinsam zu der Demonstration aufgerufen. Hinter dem riesigen Banner mit der Aufschrift »Für die Republik gegen Antisemitismus« liefen zudem Premierministerin Elisabeth Borne sowie die ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande. Zuvor hatten sich bereits tausende Menschen für den Marsch versammelt. Mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten sollen nach Angaben des Innenministeriums bei der Demonstration für Sicherheit sorgen. Weitere Demonstrationen gab es in mehreren anderen französischen Städten. Seit Beginn des Krieges zwischen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen und Israel haben französische Behörden fast 1250 antisemitische Straftaten registriert, darunter neben Pöbeleien und Schmierereien auch Gewalttaten. Weil die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Anhänger dazu aufgerufen hatte, an den Demonstrationen teilzunehmen, hatte die linkspopulistische Partei La France Insoumise ihren Boykott angekündigt.